Elias Mbarik hat allen Grund zur Freude. Denn sein neuester Film Fuck You Goethe 3 sichert sich, wie schon erwartet, die Führung in den deutschen Kinos. Darüber hinaus kann der Film den drittbesten Kinostart eines deutschen Films überhaupt verzeichnen. Nach zwei erfolgreichen Filmen kann auch der dritte Teil extrem gute Kritiken einfahren. Dass der Film gut ankommt, zeigen auch die rund 1,7 Millionen Kinobesucher. Vielleicht ist das ja Grund genug, um ein eventuelles Spin-off mit Starschauspieler Elias Mbarik zu starten. Die Fans würde es mit Sicherheit freuen.